Es ist der 26. Januar 1989. José González verlässt den Gerichtssaal als ein freier Mann. Nicht eine Minute hat er im Gefängnis verbracht. Dabei ist José González ein Mörder. Das Opfer? Bruiser Brody, der damals zweitbestbezahlte Wrestler nach Hulk Hogan. Bruiser Brody ist tot. Ein korruptes Justizsystem wurde ihm zum Verhängnis, vor allem aber musste Bruiser Brody sterben, weil er den falschen Mann zum Feind hatte. Hier ist seine Geschichte. Bruiser Brody ist eine Wrestling-Legende. In diesem Jahr wurde er in den Legacy Wing der WWE Hall of Fame aufgenommen, gilt noch heute Wrestlern wie Braun Strowman, Harper oder letztlich sogar Brock Lesnar als Vorbild. Brodys große Zeit liegt in den späten 1970er Jahren bis Ende der 80er. Erst einige Jahre später wird Vince McMahon die Wrestling-Welt vereinen und einen großen Marktführer kreieren. Noch besteht die USA aus unzähligen kleinen, nur regional aktiven Wrestling-Ligen. Catcher wie Bruiser Brody ziehen von Ort zu Ort und treten wie Zirkuskünstler auf, leben dabei von ihrem landesweit verbreiteten Ruf. Dieser ist bei Brody besonders stark ausgeprägt. Jeder hat Angst vor Brody. Bruiser Brody ist der König der Brawler, noch bevor das Brawlen überhaupt erfunden wird. Er zerstört seine Gegner, schlägt wild mit einer Stahlkette um sich und haut noch mehr drauf als Bud Spencer zu seinen besten Zeiten. Brody ist eine Attraktion, eine diabolische Mischung aus Charles Manson, Freddy Krueger und Brock Lesnar. Technisches Wrestling ist ihm fremd, in seinen Kämpfen fließt das Blut. Brody ist irre. Dabei vermischt sich seine Wrestling-Persönlichkeit immer mehr mit ihm selbst. Brody ist bekannt dafür, schwer umgänglich zu sein, manchmal zu Matches nicht zu erscheinen oder die Moves seiner Gegner nicht zu verkaufen. In Niederlagen willigt er nur selten ein und er verlangt viel Gage. Das gefällt dem Puerto Ricaner José González gar nicht. Ein aufstrebender Star, der mehrfach auf Brody trifft und immer wieder vernichtet wird. Brody geht dabei bewusst so hart zur Werke, dass sich González im Krankenhaus wiederfindet und sich schwört, diesen Mann eines Tages umzubringen. Der Hass von González steigert sich, aber die beiden laufen sich viele Jahre nicht über den Weg. Dann heuert Bruiser Brody in der puerto-ricanischen Liga WWC an, wo in einer martialischen Fehde mit Abdullah the Butcher Wrestling-Geschichte geschrieben werden soll. Wenig schön ist die Wendung, dass José González Booker der WWC ist und seine Zeit für Rache gekommen sieht. Dann kommt der 16. Juli 1988, die letzte Nacht im Leben von Frank Goodish, dessen Figur Bruiser Brody auch heute noch weiterlebt. Brody wird von González in die Umkleide gebeten. Zum Einzelgespräch. In den Bartbereich. Das Match soll besprochen werden und das macht man gewöhnlich unter vier Augen, doch Brody tappt in eine Falle. Wrestling-Kollegen im Lockerroom hören zwei laute Schreie, finden Brody blutüberströmt am Boden, González mit einem Messer über ihm stehen. Am eiskalten Mord durch mehrere Messerstiche in den Bauch gibt es keine Zweifel, auch wenn sich die Aussagen später unterscheiden werden. José González hat seine Rache bekommen und nun einen Feind weniger auf der Welt. Bruiser Brody stirbt wenig später im Krankenhaus. Dabei hätte er die Tat vielleicht überleben können, doch jetzt kommt die Ironie ins Spiel. Der Krankenwagen erschien erst eine Stunde später am Tatort. Vielleicht war das Verkehrsaufkommen zu groß, aber vermutlich war es so, dass die Ärzte den Wrestlern einfach nicht mehr geglaubt haben, da sie Wrestling als Fake ansahen. Erschwerend kam hinzu, dass sich niemand so recht mit Brody anlegen wollte, weil damals kaum einer wusste, dass seine Persona nur geschauspielert ist. Und schließlich hat Brody keine Chance, weil sein Körper voll mit Aspirin war, um im Ring publikumswirksamer bluten zu können, Blutverdünner, der damals oft eingesetzt wurde. Bruiser Brody bleibt eine Legende, doch sein Tod wird nie gesühnt. González wird in Puerto Rico ohne großen Gegenwind freigesprochen. Er beruft sich im Prozess auf Notwehr, spielt damit, dass auch der Richter Wrestling für real hält und in Brody den verrückten Schläger aus der Show sieht. Die Polizei gibt sich nur wenig Mühe, die Tat aufzuklären, hat täglich mit Messerstechereien zu tun, das Messer selbst konnte nicht mehr aufgefunden werden und González nahestehende Wrestling-Freunde sagen aus, dass Zuschauer in die Umkleide kamen und Brody erstachen. Die Zeugen, die den Mord zweifelsfrei erkannt haben, erhalten ihre Vorladungen erst nach dem Prozess. José González steigt kurz darauf wieder in den Ring, verhöhnt Brody ein Jahr später, indem er in einer geschmacklosen Storyline seinen Gegner ersticht und scheint auch ansonsten bis heute gut mit den Geschehnissen leben zu können. Bruiser Brody leider nicht mehr.